Servus ihr Lieben, einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch und heiße euch recht herzlich willkommen hier wieder zurück zu einer neuen Folge von Green County. Wir sind wieder hier in unserer wundervollen Stadt und machen heute ein wenig weiter. Die Autobahn, die wo durch die Stadt durchläuft, die ist ja momentan nur auf einer Seite angeschlossen und ich möchte gerne, dass die auf der anderen Seite ihren Anschluss noch bekommt. Dann haben wir so ein kleines U, es wurde sich ja so ein bisschen so eine Ringautobahn gewünscht. Im Endeffekt haben wir sowas ähnliches, nur mit einem Berg dazwischen. Aber durch die Stadt geht es halt einfach als so kleines U und ist auf beiden Seiten dann angeschlossen und die Leute können dann eben auch jetzt über die andere Seite dann reinfahren, dann lohnt sich das auch ein bisschen mehr. Und dann möchte ich gerne natürlich die U-Bahn noch in Betrieb setzen, auch wenn wir jetzt hier noch nicht überall fertig sind mit den ganzen Gebieten, die wir bauen und manche U-Bahn-Stationen wahrscheinlich sehr leer bleiben werden, möchte ich gerne da mal ein bisschen ansetzen und möchte gucken, wie das Ganze denn eben dann überhaupt läuft. Liebe Leute, ich würde sagen, wir legen auch direkt los. So, es gibt einiges zu tun. Ich würde, glaube ich, mit der U-Bahn beginnen. Wir haben jetzt November, das heißt, wir gehen auch in den Winter über. Wir werden das Spiel hinten nebenher ein bisschen schneller laufen lassen, würde ich sagen, damit wir vielleicht den Winter in dieser Folge dann auch bezwingen oder ein bisschen näher dran sind am Frühling. Ich werde jetzt erstmal hier die ganze U-Bahn anschalten. Oh, das muss ich dieses Geräusch hier die ganze Zeit wieder tragen. Oi, 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 oi. Und da möchte ich mal schauen. Wir haben ja hier bis zu dieser Station, hier unterirdisch, die U-Bahn an sich. Da gehen wir mal rüber. Müsste ja soweit gehen. Wir lassen die einfach auch auf grün, würde ich sagen. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Ich gehe mal auf die Seite, falls ich, weil ich möchte die ja eigentlich dort weiterziehen. Dann sollen die dort nämlich anhalten. Da gehen wir hier durch. Ich sehe hier einfach gar nichts. Okay. Ja. Hallo Winter. Ah ja, sehe ich mehr. Danke. Ist ja praktisch. Hier haben wir jetzt momentan die Endstation, aber auch hier angedacht, dass es irgendwann mal weitergeht. Deswegen auch hier die Station hier als Endstation. Dann können wir das nämlich weiterziehen. Und dann lassen wir die hier erstmal hin und her fahren, weil wir haben ja schon einiges angeschlossen. Vor allem auch die öffentlichen Verkehrsmittel. Wie Straßenbahn, die da durchlaufen. Ich glaube, das könnte man daher mal versuchen, dass wir hier die erste U-Bahn dann einsetzen. Die wird ja hier weitergehen. Die wird, ich weiß noch nicht, was hier hinkommt, da müssen wir erstmal gucken. Aber ich möchte sie eigentlich hier irgendwie enden lassen, an dieser Stelle, an diesem Bahnhof. Dann haben wir nämlich mit der U-Bahn auch einen Anschluss zum Zugnetz, was ich gar nicht so schlecht finden würde, wenn man bedenkt, dass wir ja da drüben wahrscheinlich auch nochmal bauen. Es ist natürlich, müssen wir da ein bisschen durchplanen. Und hier in der Berglandschaft, da werden eher kleinere Ortschaften, da wird halt eine U-Bahn keinen Sinn ergeben. So, dann läuft die erstmal. Wir finanziell, wie gesagt, sind wir eh abgedeckt. Und jetzt würde ich gerne hier eben mit der Autobahn an sich hier durchwandern als Tunnel. Machen wir den zweiten Tunnel. Ich freue mich, richtig, nicht. Und werden gucken, dass wir hier irgendwo rauskommen, um dann hier eben den Anschluss zu machen. Ja. Ach so, warte mal, das ist gar nicht das Hauptgleis. Das ist natürlich sehr ungünstig. Ich wollte das eigentlich hier unten durchlaufen lassen. Jetzt, wenn ich aber bedenke, dass wir hier direkt entlang gehen, wäre natürlich... Oh nee, also hier rüber kann ich nicht gehen. Ich brauche mehr Platz. Ich habe keine Ahnung, wie ich die Gleise darüber bekomme. Ich wollte zuerst mal hier noch ein Stück hin verlaufen lassen. Man könnte sie hier entlang laufen lassen auf der Seite, so wie hier drüben die Straße. Ach nee, warte mal, hier sind ja die Gleise drüben, Moment. Ja, man könnte dann hier irgendwie anschließen, das wäre aber hier einfacher als hier. Deswegen würde ich da ganz gerne mal gucken. Wir werden erstmal hier ein paar Bäume entfernen natürlich, damit wir da etwas durchkommen. Ihr könnt in der Zeit gerne eine Bewertung für dieses Video da lassen. Das wäre sehr lieb von euch. Und natürlich, wenn ihr es noch nicht getan habt, abonniert einfach kostenlos den Kanal. Da verpasst ihr nichts mehr und aktiviert das Glöckchen. Den Link dazu findet ihr natürlich auch wieder im angepinnten Kommentar. So direkt Abo-Link, da müsst ihr einfach drauf drücken. Und dann könnt ihr den Kanal hier eben abonnieren. Wir gehen hier ein Stück weiter. Gehen hier rum. Gehen jetzt hier in den Bogen. Das muss ich nämlich zuerst machen. Das muss ich nämlich zuerst machen. Oh. Hallo.
Schön, dass sie wieder da sind. Dann können wir hier nämlich irgendwie rübergehen. Jetzt müssen wir mal gucken, wie ich das mache. Ich würde gerne hier irgendwie anlanden. Komme ich hier rüber? Wir können das mal probieren, wenn ich jetzt hier... Gibt ja eh keine Eisenbahnbrücken, also von dem her. So. Gehen wir hier ein Stück nach oben. Steigung auf 1,8. Gehen hier weiter. Sind auf der Höhe 7,5 und gehen hier rüber. Hätten jetzt hier eben die Möglichkeit, hier anzuschließen. So. Und dann gehen wir hier runter. Ein ganz guter Anschluss. Machen das einfach mal so. Oder vielleicht halt auch nicht, ne? Ich habe da doch keine Lust. Ne, das macht er nicht. Ne, Kurve ist zu eng, okay. Ich dachte, es wäre zu steil, aber das ist es nicht. Kurve zu eng, echt? Habe ich doch aber auch schon anders hingekriegt. Ja, so würde halt gehen, ne? Ja, super. Das hat richtig gut funktioniert. Danke. Das darf ich natürlich wieder. Ach, jetzt habe ich das kaputt gemacht. Ach, Mensch. Das war gerade noch gut. Ja, gut. Gehen hier ein Stück weiter. Das ist echt schade, dass das nicht möchte. Man könnte es halt hier mitmachen. Das würde wahrscheinlich eher gehen. Auch das nicht? Kurve zu eng. Echt? Also Kurve schon. Das haben wir doch wirklich schon deutlich enger irgendwie hinbekommen. Warum macht das hier denn so Probleme gerade? Falsch gesnappt? Nee. Absolut nicht. Kriegt das nicht hin. Vielleicht, weil das hier in den Bogen übergeht. Hier auch nochmal ein Bogen ist. Ja, super, ne? So, ich mir das ist auch nicht vorgestellt. So wird's halt gehen. Selbst so geht das nicht, hä? Es war doch hier der Anschluss gerade. Habe ich das falsch gesehen? Jetzt willst du mich aber veräppeln hier langsam, oder? Doch den Anschluss gerade gesehen. Ist die Kurve wieder zu eng, oder was? Was ist diesmal? Zu steil? Nee, Kurve zu eng. Man darf ja auch gar nichts. Haben wieder ein Patch. Wo wieder die Hälfte wieder nicht funktioniert. Das ist also wirklich, das ist erstaunlich. Hättest du es verstanden, wenn es zu steil gewesen wäre. Aber das muss ich sagen, verstehe ich nicht. Gut, da müssen wir uns da Gedanken machen. Ist jetzt erstmal nicht so wichtig. Wir haben jetzt auf jeden Fall den Anschluss und können hier dann eben mitarbeiten. Wenn wir hier als Tunnel eben durchgehen. Was soll ich machen, ne? Da bin ich jetzt halt gerade ein bisschen machtlos. Ich will halt auf jeden Fall, wenn ich hier dann die Anschlüsse zur Autobahn mache, ne, möchte ich halt hier schon mal drunter dann eben die Gleise verlaufen lassen. Wir lassen die auch so. Hier werde ich wieder einzeln durchgehen, weil ich auch wieder den Unterschied haben möchte von der Autobahn. Oh je. Wir gehen hier erstmal gerade rein. Mal gucken, ob ich hier wieder... Ah, 0,5, das ist schon mal ganz gut. Machen das trotzdem mal so. Jetzt müssen wir wieder mit den Höhen. Okay, das ist minus 50. Und hier wären wir zum Beispiel jetzt gerade. Gehen wir auf minus... Okay, hier geht's runter, das ist schon mal gut. Wir gehen hier auf... Plus 4 und gehen hier dann raus. Weiß noch nicht wie. Okay, das dauert natürlich ein bisschen länger, aber so kann ich das ein bisschen genauer machen. So, dann sind wir hier auf der 1. Das ist aber schon hoch, wie wir hier rauskommen. Und der Tunnel sieht halt wieder dementsprechend aus. Ja, Tunneleinfahrten irgendwie schön hinzukriegen, ist nicht meine Stärke. Ich habe eine Idee, wie wir das nochmal machen könnten. Das ist vielleicht ein bisschen ärgerlich, weil wir jetzt wieder den ganzen Weg gleich runter müssen. Aber wenn wir hingehen und... Upsala. Wenn wir hingehen und hier die Schräge machen, dann geht der Tunnel besser raus.
Ah, jetzt muss ich hier den ganzen Weg wieder runter. Ich weiß nicht, auf wie viel wir waren. Ich hoffe, er kriegt das irgendwie. Ah, je. Kriegt er das irgendwie hin? Ja, jetzt sind wir dran. Sehr schön. Na, jetzt machen wir das nochmal. Gehen hier wieder hoch. Okay, da ist halt natürlich die linke Maustaste zu drücken. Das ist ja super gelaufen. Das mache ich nie wieder, versprochen. Linke Maustaste zu drücken ist ja frech gewesen. Stimmt, man platziert ihr dann direkt. Warum kann man das dann überhaupt die Höhe verstellen mit der linken Maustaste? Verstehe ich nicht. Ach Gott. So. Okay, dann machen wir das halt doch so. Ach je. Yeah. Das sind halt diese kleinen Stufen halt auch ein bisschen ungünstig gegen. Dass alles nur mit der Eingang etwas schöner aussieht und es sieht nicht so danach aus, als würde er schöner werden. Ein bisschen, ne? Und auf Höhe 10. Eigentlich keine so schlechte Höhe, muss ich sagen. Wenn wir dann hier rauskommen. Und jetzt kommt die andere Seite noch. Ah ne, warum können wir hier so bleiben? Das ist ja ganz praktisch eigentlich. Dann machen wir das so. Gehen hier wieder auf die 0,2. Ich würde hier gerne gerade rein. Jetzt überlege ich gerade, klappt das so? Es wäre halt eigentlich auch voll smart. Hier haben wir diesen Knick. Warum ist er denn so zu mir? Hier können wir jetzt das so machen. Könnte man vielleicht hier genau in so einen Bogen rein? Jetzt muss ich wieder runter. So, wir gehen hier auf jeden Fall. In den Bogen 0,1. Hier gehen wir dann direkt wieder hoch. Wahrscheinlich auch wieder auf die 10 gehe ich von aus. Hoffe ich. 12. Okay. Wie gesagt, ich möchte hier unterschiedlich rausgehen. Das ist uns auf jeden Fall gelungen. Dass wir hier wieder so ein bisschen die Unterschiede haben. Sonst müssen wir natürlich das hier nochmal drehen auf der Seite. Der Snap ist drin. Nicht, dass ich wieder alles verschiebe. So, dann haben wir hier den Tunnel. Der sieht so aus. Das Schwierige ist, dass wir jetzt hier versuchen müssen, irgendwie den Anschluss zu machen. Da muss ich gerade mal überlegen, wie ich damit am besten beginnen möchte. Eigentlich würde ich gern nur den Verkehr von außerhalb und zur Outside Connection, also rüber zu uns, da irgendwie anschließen. Also wir brauchen keine vollwertige Auffahrt. Wir können also hier, diese Richtung könnten wir eigentlich vergessen. Das bräuchten wir nicht. So, die Tunnel sind auf jeden Fall hier unterschiedlich rausgekommen. Jetzt würde ich gerne hier nochmal versuchen, ein bisschen in den Bogen zu gehen. Genau. Machen das hier so. Also, hier gehe ich gerade hoch. Das will ich gerade nicht. Lass mal hier in den Bogen gehen. Obwohl, will ich doch nach oben. Die Seite muss ja auf die andere Seite rüber, um anzuschließen. Oder man nimmt halt eine Kreuzung in Kauf, was ich eigentlich nicht so vorhabe. Das heißt, wir müssen hier drüber gehen. Das geht nicht anders. Wir müssen hier gucken, dass wir drüber gehen. Das wird nicht reichen wahrscheinlich, oder? Wir gehen mal auf 3. Okay, doch, das reicht. Na, das ist halt jetzt hier etwas schwieriger. Jetzt sehe ich wieder nicht, wie ich hoch bin. Och Mensch. Ich will das doch sehen. Ist doch nicht. 04. Und dann könnten wir hier natürlich anschließen. Könnten das so regeln.
es ist halt schwierig. Minus 12 ist halt hart. Würde halt dann so gehen. Ich würde gerne den Bogen besser hinbekommen. Machen das so. 2 und dann gehen wir hier, genau. Ach, hier kriegen wir den Anschluss nicht hin, weil zu steil oder wie? Ungültige Form. Überlappendes Objekt. Das ist halt wirklich wieder schade. Okay, da kann man nicht weiter. Müssen wir dann das so machen. Das ist super, das hat ja richtig gut funktioniert. So sieht es dann aus, wenn wir das gedreht haben. Hm. Ah, schwierig. Die gibt es halt nicht asymmetrisch. Das ist so ein bisschen das Problem. Da ist die größte Form, haben wir schon. Man könnte hingehen, also man könnte das so lassen, das ist schon okay. Man könnte es auch einspurig machen und dann zweispurig werden lassen. Ja, können es erstmal hier so machen. Dann gehen wir hier wieder hin. Gehen hier, hier sind wir dann automatisch richtig rum. Wir gehen hier aber allerdings erstmal hier auch im Bogen rüber. Gehen hier auf die 01 und schließen hier dann eben so an. Genau, so die Idee. Das heißt, wir hätten hier den großen Anschluss. Ich weiß nicht, wie ich das anders machen soll, muss ich echt zugeben. Das mit den zwei Spuren hier rein, das ist schon mal ganz schön. Ich finde das auch gar nicht so schlecht, wie es hier aussieht. Bin ich jetzt nicht unzufrieden. Die gelbe Linie, die wird auf jeden Fall eingehalten. Man meint es gar nicht, man glaubt es gar nicht. Hier in City Skyline 2 werden Regeln eingehalten, wenn es um Verkehr geht. Deswegen, also da wird auf jeden Fall nicht links oder irgendwas abgebogen. Umgedreht und sonstig was. Die Sache ist halt, wir sind jetzt hier schon natürlich sehr, sehr hoch rübergegangen. Wir könnten diese Seite nochmal versuchen. Auch wenn es mir eigentlich so ganz gut gefällt, würde ich gerne nochmal einen Versuch starten. Ihr kennt mich. Ich muss da einfach nochmal einen Versuch starten. Das geht gar nicht anders. Wir gehen auf die 10. Oder auch nicht. Ich würde gerne schauen, wie ich hier, ob ich hier vielleicht auch ein bisschen knapper drüber komme. So. Das wäre zu knapp. Das würde aber, glaube ich, gehen. Dass wir hier auf dieser Höhe rüber gehen, oder? Ja, das geht. Guck mal, da sind wir nämlich deutlich tiefer. Jetzt sehe ich wieder hier nichts. Super. Da sind wir hier wieder deutlich tiefer. Das sehen wir nicht, oder? Das ist doch genau die gleiche Höhe, wie wir gerade hatten. Nee, tiefer sind wir auf jeden Fall. Wir waren auf 18 oder so. Ja gut, das Maus ist aber nicht so ein Unterschied, muss ich zugeben. Das hat wieder richtig gut funktioniert, Multi. Das hast du ja richtig schön hingekriegt. Wir gehen hier auf die minus 2,9. Machen hier den Anschluss. Hätte es sein können, dass wir vielleicht hier besser hinkriegen, aber das kriegen wir anscheinend nicht. Das ist uns anscheinend nicht gewährt. Das ist sehr schade. Okay, aber immerhin sieht es ungefähr gleich aus. Also irgendwie haben wir jetzt nichts geändert, großartig. Außer, wie gesagt, dass wir hier nicht mehr ganz so... Okay, also wir sind schon tiefer drüber. Das passt, weil wir sind erstmal hier hochgegangen. Und dann hier wieder richtig runter. Und jetzt sind wir ungefähr gleich. Hier geht es ganz leicht nach oben. Das sieht doch eigentlich gut aus. Vor allem auch mit den Gleisen, die hier unten durchgehen, wirkt das doch schon mal ganz gut. Jetzt überlegt mal, ich müsste von der Seite nochmal die Anschlüsse machen. Das könnten wir teilweise machen. Also wir könnten von hier aus zum Beispiel, das wäre schwierig, dass wir hier dann rüber zu uns den Anschluss machen. Welcher Anschluss allerdings sehr einfach wäre, ist hier durchzugehen. Man müsste halt hier nach oben gehen und könnte hier den Anschluss dann auch machen. Ist die Frage, ob man das halt machen möchte. Eigentlich habe ich das jetzt nicht so vor. Ich würde gerne hier ein bisschen höher noch rausnehmen. So, ich hatte jetzt ein bisschen Angst, das zu tun. Da haben wir jetzt gleich wieder das Problem mit den Stützen. Da sieht man das dann gleich, was ich eben meine. Ich habe Angst nämlich, dass ich diesen Tunnel hier ändere. Den möchte ich eigentlich ändern. Machen das was so, wir graben einfach diese Stützen hier komplett ein. Weiß nicht, wie ich es anders machen soll. Das ist es eben. Deswegen kann ich auch, wie mal vorgeschlagen worden ist, nicht erstmal tiefer für die Unterführung,
das bauen, damit die Brücken drüber gebaut werden, weil die Stütze jedes Mal dann so aussieht, wenn ich wieder aufschütte. Das sieht halt nicht gut aus. Ich weiß auch nicht, warum das Gelände einfach an diesen Stützen nicht irgendwie drumherum, also dass sich die Stütze halt so anpasst. Ich kann das nicht machen. Ich krieg das auch nicht geupgradet. Dass ich jetzt hier oben nochmal sage, das habe ich auch schon probiert, einfach sage, ja, ihr kriegt nochmal das Upgrade, dass die Stütze sich nach oben arbeitet, aber das funktioniert leider nicht. Das ist ultra schade. Es hindert mich eigentlich immer daran, das eigentlich mit dem Gelände so zu machen. Wir werden Bäume drumherum stellen, vertuschen den Murks, aber anders können wir das momentan nicht machen, aber ich würde das gerne dann so lassen. Das heißt, wir haben jetzt die Autobahn auf jeden Fall hier mal angeschlossen. Die Leute kommen von der Outside Connection hier reingefahren. Ja, hier haben wir ja den Beginn des Ganzen mal gebaut. Dann geht das hier rüber. Wir haben auch ein bisschen getrennten Tunnel, das finde ich ganz schön eigentlich. Dass sie halt auch so ein bisschen unterschiedlich hier auch reingehen und nicht genau alles immer nebeneinander und genau gleich ist. Und dann werden die von der Seite aus hier schon mal eben zufahren. Das ist gut für den Einzugsverkehr sonst, aber hat man wenig eigentlich mit der Outside Connection zu tun. Muss man halt auch sagen. Jetzt haben wir hier natürlich noch die Sache, dass wir hier zum einen den Anschluss hierhin machen. Okay, jetzt darf ich hier wieder nichts drin. Also man baut Dinge und danach darf man da aber nichts mehr machen. Was habe ich denn hier falsch? Was habe ich gerade falsch gemacht? Muss man das verstehen? Hallo? Was ist das hier? Hey, ich krieg dieses Ding nicht weg. Ah doch, ist weg, okay. Ich bin verwirrt. Was war das gerade? Bin ich hier falsch angeschlossen? Ich bin im Snap. Vielleicht falsch angeschlossen. Ah ja, jetzt geht's. Ich dachte, irgendwie gibt es da Probleme. Dann haben wir nämlich das. Hier geht es ja durch, genau. Ja, dann haben wir nämlich hier auch die zweite Seite angeschlossen, die wir jetzt momentan natürlich noch nicht brauchen. Und dann sieht das doch schon mal eigentlich bis jetzt ganz schön aus. Jetzt möchte ich mal schauen, wie das Ganze hier verkehrstechnisch ist. Wir gehen mal hier drauf. Wir halten uns eigentlich ganz gut. Die Straße war ja vorher schon orange. Obwohl hier nicht mal jemand unterwegs war. Auch genau diese Endstraßen, die sind auch immer orange. Gut, hier könnte gewendet werden. Aber das wird es wahrscheinlich auch nicht. Hier ist immer rot. Ich verstehe das nicht. Rot? Ich finde, das sieht halt einfach nicht nach rot aus teilweise. Gut, das ist wahrscheinlich. Weiß nicht, wie schnell sich es aktualisiert. Das ist ja, glaube ich, die Tagesstatistik. Einmal. Also ein Monat sozusagen. Ich glaube, ein Monat ist ein Tag sozusagen. Ja, müsste so sein. Gut, hier drüben. Das funktioniert eigentlich auch sehr, sehr gut. Da hatte ich mehr Bedenken. Wurde auch vorgeschlagen, dass wir hier vielleicht direkt mit einer Ausfahrt an die Ortschaft noch anschließen. Schwierig, würde hier gerne vielleicht eine machen. Dann haben wir so ein bisschen einen Anschluss zur Ortschaft. Also hier vielleicht. Aber ich würde das nicht ersetzen. Ich würde, wenn dann, zur Not würde ich es umbauen wollen. Aber ersetzen? Nee. Weil das ist eigentlich, also wie gesagt, das ist ja kein Verkehr, was hier durchfährt. Ich habe das vorher schon mal eine Zeit lang beobachtet. Man hat mal ein bisschen mehr Stau, das liegt aber eher an den Fahrzeugen, die gerade hier an uns durchgefahren ist. Hier, die dann halt irgendwo den Stau anführen und der Stau wird natürlich immer länger, die können halt nicht überholen. Die würden aber auch nicht, wenn das hier mehr Spuren hätte, leider. Das ist ein bisschen das Problem, dass sie da einfach hinterherfahren, weil die überholen das meistens nicht. Hier gehen sie jetzt nicht rüber zum Überholen, die fahren jetzt noch hinterher weiterhin, passt mal auf. Wenn die auf der anderen Seite wieder rauskommen. Ah, da geht's zu schnell, ne? Okay, aber vielleicht funktioniert das auf der Autobahn. Sonst funktioniert das aber immer eigentlich sehr schlecht. Und teilweise auch auf der Autobahn eigentlich. Jetzt kommt das nächste Fahrzeug. So, das ist, glaube ich, der meiste Stau, der hier verursacht wird, weil der Rest, der funktioniert eigentlich. Der funktioniert, wie ich finde, eigentlich ganz gut. Deswegen lassen wir das auf jeden Fall erstmal so. Ah. Ja. Der Fluss ist auch durch. Ach, das ist doch nicht wahr. Was habe ich denn jetzt hier wieder gemacht? Wegen dieser Brücke vielleicht, ne? Ja. Ach, das ist ungünstig. Aber wie kriege ich denn das Wasser jetzt wieder hier hin? Ich kann ja keine Wasserquellen setzen.
Wenn hier, ist hier keine Wasserquelle? Es trocknet der nächste Fluss aus. Das gibt's doch jetzt nicht. Ist nicht euer Ernst jetzt. Ich weiß nicht, wie ich das machen könnte, aber ich glaube, an diesem Mauerstück könnte natürlich die Ursache liegen. Man könnte mal probieren, das ein bisschen umzubauen. Einfach mal, damit wir den Versuch auch gestartet haben. Oh, das ist natürlich sehr, sehr ärgerlich. Wir müssen hier ein Stückchen weiter rumgehen. Ich muss das anders machen. Muss das hier so. Ich glaube, den Fluss kriege ich nicht mehr gerettet. Das bezweifle ich sehr stark, dass hier der Fluss noch funktioniert. Hat aber lang gedauert, bis es dann auch ausgetrocknet ist. Irgendwie immer Richtung Winter, habe ich so das Gefühl. Sehr ärgerlich. Ist egal, was ich jetzt hier mache. Ich kriege ja das Wasser hier nicht mehr hin. Das muss ja eine Quelle haben. Das muss ja einen Ursprung haben. Und dieser Ursprung ist halt hier auch... Die Quelle ist ja ausgetrocknet. Wie soll ich das denn hinkriegen? Oder sehe ich das falsch irgendwie? Ich sehe immer, wie das funktioniert. Selbst wenn ich jetzt hier tiefer runtergehe, wird das ja nichts mehr. Ich habe ja hier an der Höhe nichts verändert. Das heißt, normal sind ja die Quellen immer am Anfang. Wahrscheinlich ist das hier aber anders in dem Spiel. Oh, jetzt habe ich den Fluss auch noch ausgetrocknet. Das ist halt, wenn du Brücken baust, da ändert sich halt das Gelände. Das hätte doch viel früher schon passieren müssen, wenn das daran liegt. Wenn wir hier drüben schauen. Guck mal, hier trocknen die Sachen auch aus. Guck mal. Hier auch. Das liegt gar... Guck mal, hier auch schon. Hier auch wieder ausgetrocknet. Das liegt gar nicht daran. Hier habe ich ja nie was geändert. Das liegt daran, wie das gebaut wurde. Ist der Meeresspiegel... Geht der hoch oder runter? Das wäre interessant. Hat es damit vielleicht zu tun? Ich lasse das mal hier. Ich mache jetzt mal hier nichts. Aber ich glaube nicht, dass sich das nochmal auffüllen wird. Ja gut, zur Not warten wir halt, bis, also Paradox Mods dauert ja nicht mehr ganz so lange, bis das beginnt. Ich hoffe halt, wie gesagt, ich weiß halt nicht, wie lange die Mods dann brauchen, aber vielleicht, es gibt ja jetzt schon Mods, wo man Wasser selber setzen kann. Ich habe ja, wie gesagt, ich warte halt nur auf Paradox Mods, da würde ich hier Wasserquellen selber setzen und wahrscheinlich meine ganze Stadt überschwemmen, aber ist egal. Dann würde ich mir halt das Tool dann wiederholen, wie auch im alten Teil. Dann kann ich auch, ich will ja eh Gelände, ich will ja hier Strand und so weiter auch wieder setzen. Da gibt es ja auch schon die Mod, deswegen gehe ich von aus, dass sie bei Paradox Mods eigentlich auch erscheinen wird. Dann warten wir hier einfach mal mit. Weil hier war es okay, aber hier muss ich sagen, wäre es schade, wenn das Wasser weg wäre. Deswegen würde ich das hier an dieser Stelle dann einfach nochmal als Quelle setzen. Auch hier war ja der Fluss. Hier hat er, glaube ich, irgendwo geendet oder so. Könnte es sein? Muss man mal schauen, wie wir das machen. Das steht noch so ein bisschen in den Sternen. Ist schade, muss ich zugeben, aber ich kann da leider nichts dran ändern. Ah, Mann. Aber immer zum Winter. Vielleicht kommt es auch wieder im Frühling. Man weiß es nicht. Ich habe auch überlegt, ob es daran liegt, dass ich den Regen immer deaktiviere. Also, dass ich, wenn es regnet, dass ich dann sage, okay, nee, mach mal nicht. Hat ja auch schon geschneit, habe ich auch schon deaktiviert. Dass es da vielleicht liegt, weil ich will nicht, dass es weiß wird. Das sind Vermutungen, die ich habe, aber wo ich halt jetzt nicht irgendwie bestätigen kann. Dürfte aber eigentlich nicht. Wäre mir neu, aber man weiß ja nie, ne? Man weiß ja nie. So, wie gesagt, wir gucken mal ganz kurz in die U-Bahn rein. Das ist nicht die U-Bahn. Das ist nicht viel. Dann dachte ich mir, hier ist halt einfach... Ticketpreise kann man ein bisschen runterschrauben. Ist, glaube ich, das einzige Mal, dass ich Ticketpreise jetzt bearbeitet habe. Es ändert wahrscheinlich aber nichts. Ja. Die U-Bahn läuft wie gedacht. Kaum. Weil hier einfach die Hälfte der Stationen noch nicht wirklich was bebaut wurde. Es ist halt die Frage, wie gesagt, könnte halt auch sein, wie auch schon jemand geschrieben hat, das ist halt, sind halt sehr, sehr nah die Stationen beieinander. Die sind halt wirklich, man muss es wirklich sagen, die sind sehr, sehr nah beieinander. Da lohnt es sich vielleicht auch echt nicht unbedingt. Ich denke mal, es wird interessant, wenn wir hier drüben den Anschluss noch machen. Ich würde ja hier an dieser Stelle gerne auch die U-Bahn enden lassen. Ich weiß nur noch nicht ganz, wie ich das eben anschließen soll. Man könnte das mit so einer kleinen Straße hier machen. Könnte die hier mal durchgehen lassen.
So ungefähr. Haben hier dann den Übergang. Und hätten hier dann die Möglichkeit, mit der U-Bahn-Station unterirdisch hier ranzugehen. Und würden dann von... Wo ist sie denn? Ah, hier. Würden dann von hier aus hier rüber gehen und könnten hier den Anschluss machen. Hätten hier dann die Endstation. Das wäre noch eine Überlegung, die wir natürlich probieren könnten. Wir gehen hier erstmal weiter. Jetzt muss ich mal gucken, wie ich das mache. Ist immer noch auf plus 1, ne? Das ist krass. Wo muss ich denn hin? Ach, hier drüben sind wir aber mal. Macht das anders. Hä, was ist jetzt passiert? Hier den Bogen nicht. Ah, ich habe den Bogen nicht eingestellt, ne? Ja. Das ist passiert. Gut zu wissen. So, wir gehen hier nochmal dran. Hä? Was habe ich denn jetzt schon wieder? Wieso ist plus 20 so viel höher? Minus 20. Hallo, Snap? Hast du vielleicht Bock? Absolut nicht. Hey, ich war hier doch gerade dran. Och, Mensch. Komm ich hier nicht mehr dran? Das ist nicht euer Ernst. Jetzt bin ich dran. Oder? Nee, bin ich nicht. Das muss jetzt... Also, die ist immer auf minus 20. Ich krieg den Snap hier nicht hin. Es snappt wieder alles, nur das snappt nicht. Hallo? Och, was habe ich denn jetzt hier kaputt gemacht? Die Haltestellen sind immer auf minus 20, das weiß ich. Jetzt kriege ich das hier nicht hin. Ich weiß nicht warum. Bin ich irgendwie falsch? Ne, bin ich nicht. Jetzt habe ich den Ding wieder. Okay. Jetzt ist doch nicht euer Ernst. Ist er wieder. Also wirklich. War ich gerade auf der falschen? Nee, war ich nicht, oder? War ich gerade auf den Gleisen? Oh, das könnte natürlich sein. Bin ich jetzt wieder auf plus... Das ist eine ganz eigenartige Geschichte hier, muss ich wirklich zugeben. Ich würde hier gerne so rumgehen. Hier einmal. Ein bisschen in den Bogen. Lass mal gucken, dass wir hier dann... Ja, auf plus 1, ist das alle... Obwohl, warte mal, nee, wir können das hier anpassen. Ist halt auf minus 50. Und hier würde ich dann gerne... wieder auf die, wenn dann 20 gehen. Ja, guck mal. Sieht doch gar nicht schlecht aus mit der 0,8 Geschichte. Dann hier wieder eben den Anschluss machen auf die 20. So, also irgendwie ganz, frag mich bitte nicht, was hier gerade passiert ist. Das war ja ganz eigenartig. Machen wir ganz kurz Pause, nehmen mal die Haltestelle. Also ja, die Ding, die Tour. Und nehmen die mal kurz mit hier rüber. Und hier ist dann wirklich die Endstation. Wir können halt Endstation nicht anders machen. Das ist halt das Einzige, wie wir das hier hinkriegen. Jetzt würde ich halt das so machen. Das so. Und mal hier wieder die Haltestellen. Sehr schön. Dann klappt das. Und hätten dann hier eben den Anschluss hier rüber zu. So, dann machen wir jetzt hier natürlich eine Brücke. Und der Parkplatz ist ja gar nicht schlecht. Oh, da fange ich nicht so an, bitte nicht. Dauert ja wieder ewig. Da würde ich jetzt den Parkplatz gerne ein Stückchen verschieben. Genau. Und wir bauen von der Seite aus dann die Brücke rüber, würde ich auch sagen. So, wir machen da, machen wir den Snap raus. Wir gehen erstmal hier so ein bisschen nach oben. Dann gehen wir hier auf die 10. Auf jeden Fall muss das hier 10 sein, sonst haben wir ein Problem. Das macht er wieder wegen den Oberleitungen hier wieder ganz komische Faxen. So. Ist das zu weit weg? Ich weiß es nicht. Sollte aber eigentlich nicht. Jetzt ist die Frage, ob das so ein bisschen als Umstieg dann genutzt wird. Hier wird es ja auch nochmal weitergehen. Hier haben wir die Endstation. Hier werden Häuser noch hingebaut. Hier geht es ja auch noch weiter, wie man sieht, an den Straßen. Was genau ich hier hinmache, weiß ich noch nicht.
Aber die U-Bahn auf jeden Fall hier mal ein bisschen erweitert und gucken mal, ob das hier irgendwie funktioniert. Ich denke mal, dass, ja, doch, sie können halt von verschiedenen Positionen hier starten. Das ist halt ganz praktisch. Ich denke mal, wir werden Arbeitsplätze. 21% Arbeitslosigkeit. Das heißt, Arbeitsplätze müssen wir auf jeden Fall dann wieder angehen. Das müssen wir auf jeden Fall nächstes Mal wieder angehen. Das heißt, wir haben die U-Bahn, wir haben die Autobahn an sich angeschlossen, also ein Freeway. Ja. Bin ich nicht unzufrieden? Lief eigentlich ganz gut. Ist irgendwas noch falsch? Da stimmt die U-Bahn hier in die Richtung. Da müssen wir mal gucken, was wir machen. Es gibt hier hinten nochmal eine Fläche, wo man ein bisschen größere Städtchen machen könnte. Wäre eine Möglichkeit, die U-Bahn dort weiterzuführen und dort anzuschließen. Ob ich das machen werde, weiß ich noch nicht. Zur Not lassen wir hier das auch als Endstation und löschen dann einfach den Rest, wo wir da eben schon wieder mit dem Tunnel vorbereitet haben. Ich glaube, das ist eine Idee. Gut, liebe Leute, dann haben wir das für heute geschafft. Oh, schauen wir mal, wie gesagt, mit der U-Bahn bin ich auch sehr gespannt, wenn dann auch die Stadt an sich fertig ist, die ganzen Einwohner drinnen wohnen, wie das dann ist. Da müssen wir jetzt mit Arbeitsplätzen nächstes Mal ein bisschen schauen. Das wird halt auch noch sehr interessant werden, weil 21% Arbeitslosigkeit ist bei 20.000 Einwohnern natürlich doch schon einiges. Deswegen müssen wir natürlich schauen, wie wir das vielleicht irgendwie hinbekommen. Ich werde jetzt natürlich noch gucken, dass halt wir den Februar noch rumbekommen. Das heißt, nächstes Mal werden wir dann im Frühling direkt beginnen. Ich glaube, das ist eine gute Sache, weil, wie gesagt, dieser extreme Blaustich, dieses Trübe, das ist nicht so meins. Deswegen gucken wir mal, solange wir es noch schnell laufen lassen können, das Spiel, nutzen wir das natürlich auch ein wenig. Und dann ist es ja vielleicht mit Mods sogar irgendwie dann möglich. Da haben wir ja vielleicht andere Möglichkeiten. Und da müssen wir uns halt dann vielleicht ein bisschen neu orientieren. Wir werden die Mods auf jeden Fall dann auch hier in diese Projekte mit einfließen lassen, also in dieses Projekt und auch ins Lakeside-Projekt. Und ich werde natürlich wahrscheinlich wieder in allen Projekten ungefähr das gleiche verwenden. Das Erste, was ich haben möchte, ist auf jeden Fall nur Despawn-Sachen. Da gibt es ja jetzt auch schon. Deswegen, wie gesagt, ich orientiere mich so ein bisschen an den Mods, die es jetzt schon gibt. Und hoffe einfach, dass sie dann auch bei Paradox-Mods rauskommen. Das wird ja irgendwie intern. Das wird ja hier übers Spiel, kann man das dann abonnieren und so. Wird sehr interessant werden. Das ist vielleicht auch sehr übersichtlich. Deswegen, ich werde, wenn dann Paradox-Mods da ist, werde ich dann auch mein Spiel komplett nochmal resetten. Weil ich habe ja hier die, das Framework habe ich ja installieren müssen für die Mods. Das wird ja vielleicht dann nicht mehr möglich sein oder wird nicht mehr nötig sein. Daher werde ich dann wahrscheinlich, wenn ich auf Paradox Mods umsteige, wahrscheinlich das komplette Spiel nochmal resetten, damit der Ordner einfach nochmal komplett clean ist. Auch die jetzigen zwei Mods sind dann natürlich raus. Und halt die extra Ordner sind dann raus, weil das soll ja dann das Spiel erstellen, gehe ich mal von aus. Wie gesagt, muss man alles sich ein bisschen rantasten. Das wird so meine Herangehensweise dann sein, wenn da auch bei Paradox Mods ein bisschen was Interessantes ist. Und ja, dann fangen wir natürlich an und werden ganz bequem hier die, ja, die Mods installieren. Ich werde das dann wahrscheinlich über eine Google Docs-Liste wahrscheinlich machen, um die euch zu präsentieren. Und mal schauen, wie das dann ist. Wie gesagt, ich nehme ja ein bisschen vorher auf. Ich weiß nicht, ich glaube, zu dem Zeitpunkt, wo das Video raus ist, sind ja Paradox Mods schon da wahrscheinlich. Deswegen können wir da eben mal gucken. Deswegen wollte ich das mal ganz kurz hier erklärt haben. Es wäre auf jeden Fall sehr lieb von euch, wenn ihr hier eine Bewertung da lassen würdet für dieses Video. Abonniert natürlich auch gerne den Kanal, ist kostenlos. Und aktiviert das Glöckchen. Dann verpasst ihr keine Videos mehr hier zu Cities Skylines 2. Und dann natürlich gerne auch beim nächsten Mal wieder einschalten, wenn es weitergeht hier in Green County. Macht's gut, bis dann, haut rein und ciao!